Bei der Geschwindigkeit, mit der Kamerahersteller neue Geräte auf den Markt boxen, kann einem schon mal ein bisschen schwindlig werden. Lohnt es sich da überhaupt 2021 noch eine Kamera zu kaufen, die 2014, also vor 7 Jahren, vorgestellt wurde? Die Rede ist, ihr habt's im Titel gelesen und hier liegt sie ja auch, von der guten alten GH4. Dieser Frage rücken wir heute mal zusammen auf den Pelz. Und damit einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen und hallo hier auf meinem neuen Kanal, der natürlich immer noch mit ins Random Rotation Universum gehört. Auch hier hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Und nu kommen wir endlich mal zu diesem Schätzchen hier. Zunächst mal ein paar harte Fakten. Das Teil ist der Nachfolger der Panasonic GH3 gewesen und konnte als erste spiegellose Systemkamera 4K-Videos direkt auf die interne Speicherkarte schreiben. Das war zur Markteinführung dieser Kamera ein ziemlich starkes Feature. Abgelöst wurde die GH4 dann Anfang 2014 von der GH5. Auch eine starke Kamera, aber um die geht's heute nicht. Die GH4 hat einen MFT, also Micro Four Thirds Sensor und effektiv 16 Megapixel zu bieten, was auf dem Papier zunächst nicht sonderlich beeindruckend wirkt. Allerdings sollte man sich von dieser Zahl nicht verwirren lassen, denn die Qualität der Bilder dieses kleinen Goldstücks hier hat mich schon immer überzeugt. Und auch heute setze ich die Kamera immer mal wieder gern ein. Sie verstaubt also nicht einfach nur bei mir auf dem Regal. Dafür ist sie schlicht zu schade. Und ich denke, in diesen Aufnahmen kann man ganz gut erkennen, dass man mit dem Material der GH4 in der Post auch noch mal gut Spaß haben kann. Über ein Smartphone mit installierter Panasonic Image App kann man die wichtigsten Funktionen fernsteuern und dadurch bekommt man natürlich auch einen netten Monitor. Das funktioniert zwar nicht ganz latenzfrei, sprich es entsteht eine kleine Verzögerung bei der Übertragung von der Kamera zum Smartphone, aber immerhin kann man damit recht gut kontrollieren, ob man das Bild vernünftig eingerichtet hat und diverse Kamerafunktionen fernsteuern. Wenn man sich im Alleingang selber filmt, lernt man das sehr schnell zu schätzen. Und wenn ich schon mal beim Thema Monitor bin, die GH4 hatte schon von Anfang an, was viele Sony-Nutzer lange Zeit schmerzlich vermisst haben und bei einigen auch neueren Kameras noch immer vermissen: einen drehbaren Touchscreen. Ey, ist schon praktisch, keine Frage. Auch cool ist, dass diese Kamera direkt über Zeitlupen- und Zeitrafferfunktionen verfügt. Nicht unbedingt selbstverständlich, aber die GH4 hatte das alles schon von Anfang an mit drin. Außerdem hat sie einen Kopfhöreranschluss, einen für ein Mikrofon, Micro-HDMI und einmal AV-Out. Allein schon deswegen ist eine Kamera wie diese einfach flexibler und besser erweiterbar als ein Smartphone. Aber nun hat sie auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und darum gibt es natürlich auch Eckdaten, die ein bisschen altbacken wirken. Punkt 1. Die GH4 war noch nie ein wirklich guter Performer, wenn nicht ausreichend Licht vorhanden war. Was nicht wirklich verwunderlich ist, der Sensor ist nun mal ein recht kleiner. In dem Punkt hat Sony wiederum schon damals mit zum Beispiel der A7S II die Nase vorn gehabt. Ich würde nicht empfehlen, die GH4 jenseits der 800 ISO zu peitschen. Und 800 eigentlich auch nur, wenn es unbedingt sein muss. Mit meiner Sony dagegen bin ich gerne im Auto-ISO-Modus unterwegs. Die macht das super. Mit der GH4 ist da nicht dran zu denken. Solltet ihr also planen, häufig bei Nacht oder in dunklen Räumen zu drehen, ist die GH4 dafür nicht unbedingt die beste Wahl. Punkt 2. Es gibt nur einen SD-Kartenslot. Wer also gern auf Sicherheit spielt und das Material auf 2 Karten gleichzeitig aufzeichnen möchte, der wird hier enttäuscht. Das hat Panasonic dann erst mit der GH5 geliefert.
Punkt 3. Für das Vlog-Update wollte und will Panasonic auch heute noch Geld sehen. Habe ich nie so richtig eingesehen und darum ist das auf meiner GH4 auch nicht installiert. Ich bin mit den Cinelike V und Cinelike D Profilen immer gut klargekommen. Aber wenn man Wert auf Vlog legt, dann muss man das eben nachträglich kaufen und installieren. Ist nicht unbedingt ein schlimmer Nachteil. Sollte man aber trotzdem wissen. Und einen Punkt habe ich noch, einen nicht unbedingt unwichtigen. Autofokus. Den kann man als schlicht nicht mehr zeitgemäß beschreiben. Als ich diese Kamera 2015 gekauft habe, war mir das noch ziemlich egal. Mittlerweile ist ein solides Autofokussystem aber ein echtes Kaufargument auf dem Kameramarkt. Die aktuellen Sony- und Canon-Kameras und mittlerweile ja sogar die Red Komodo snacken die GH4 diesbezüglich locker zum Frühstück. Das lässt sich an dieser Stelle leider auch nicht schönreden. Im Fotomodus vielleicht noch einigermaßen brauchbar, für Videos aber leider überhaupt nicht. Und von solchen Späßen wie Eye-Autofokus fangen wir am besten gar nicht erst an. Ich habe mich mal ein wenig bei eBay herumgetrieben, um zu schauen, was man für eine gebrauchte GH4 zurzeit auf den Tisch legen muss. Und hier könnt ihr sehen, dass ihr je nach Ausstattung für ein vernünftig behandeltes Gerät zwischen 400 und sagen wir 800 Euro auf den Tisch legen müsst. Was wirklich ein guter Preis ist, wenn ihr mich fragt. Noch ein oder zwei schicke gebrauchte Optiken dazu und ab geht's. Okay, hier jetzt mein Fazit. Ich würde sagen, die GH4 kann noch immer überzeugen, wenn es um die reine Bildqualität geht. Wenn ihr also Spaß am Filmen oder Fotografieren habt und den Schritt von eurem Smartphone zu einer soliden Einstiegskamera sucht, kann ich die GH4 nach wie vor wärmstens empfehlen. Denn auch wenn hier kein geiler Autofokus mit am Start ist und die Kamera nur eine Speicherkarte nimmt, macht es trotzdem irre viel Spaß, mit ihr zu arbeiten. Und darum geht es am Ende ja auch, oder? Klar will man geile Bilder machen, aber das ginge ja theoretisch auch mit einem guten Smartphone. Wer sich für eine Kamera entscheidet, Spiegelreflex, spiegellos, völlig egal, der will in der Regel den nächsten Schritt gehen. Der will ein bisschen mehr als den flotten Schnappschuss. Das klang falsch. Hier, nix gegen Schnappschüsse. Und klar, ich hätte ein ebensolches Video auch über, keine Ahnung, die 80D von Canon machen können. Gehört ja immerhin auch schon zum alten Eisen und ist deswegen aber trotzdem kein schlechtes Gerät. Aber naja, ich habe hier halt keine rumfliegende GH4 aber schon. Versteht dieses Video also vielleicht eher als ein Appell, nicht immer alles neu kaufen zu müssen. Nur weil ein Gerät schon ein paar Tage, Jahre in diesem Fall, auf dem Buckel hat, muss es noch lange kein Elektroschrott sein. Und mit der GH4 hat Panasonic damals wirklich schon viel, viel, viel richtig gemacht. So, und damit soll es das dann auch schon gewesen sein. Das erste Video auf dem neuen Kanal ist raus. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so sein sollte, falls ihr noch Fragen zu dem Teil hier habt oder mir einfach eure Meinung zu der GH4 mitteilen möchtet, gern ab damit in die Kommentare. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt bitte sauber, bleibt motiviert und gesund. Tschüss.